Wir befinden uns hier im Seitenwagen im Kunstzeughaus. Das ist eine Förderplattform für junges Kunstschaffen unter 30 Jahren. Und wir verknüpfen die Kunstschaffenden mit einem lokalen Partner in ihrem Interessenfeld. Und bei Anna von Siebenthal war das ein Imker. Bei Anna von Siebenthal hat uns fasziniert, dass sich die Bewegung wie ein roter Faden durch ihr bisheriges Schaffen zieht. Einerseits nähert sie sich wissenschaftlich diesen Themen an und andererseits übersetzt sie diese nachher in eigene, intuitive, tänzerische Bewegungen. Ja, hier sind wir in meiner Ausstellung mit dem Titel Wellenlängen. Und ich habe dabei mit einem Imker zusammengearbeitet und habe die Kommunikation zwischen Bienen und Menschen untersucht. Dabei habe ich zuerst angefangen mit einem Video, wo ich den Imker begleitet habe bei seinem Arbeiten und dort auf die Bewegungen zwischen Menschen und Bienen fokussiert habe. Ich habe die Bienen fokussiert, wie sie zum Menschen kommen, wie sie ihn anschauen oder den Imker selber, wie er mit den Bienen arbeitet, sich bewegt, während er arbeitet. Und das war der Start von der Arbeit. Dann habe ich weitergemacht, indem ich dieses Videomaterial gesichtet habe und ein Video verlangsamt habe. Das Video zeigt Bienen, wie sie in den Bienenstock hineinfliegen. Und dann habe ich diese Bewegungen aufgezeichnet, weil ich die Bewegungen festhalten wollte. Daraus ist eine Zeichnung entstanden mit Linien, Fluglinien der Bienen. Und diese habe ich dann auf ein Holz gedruckt. Hinter mir sieht man Cyanotypien. Dabei habe ich getanzt zum Summen der Bienen. Also ich habe dieses Geräusch gehört und habe dazu mit der Flüssigkeit an meinen Füßen bin ich über ein Stück Papier getanzt. Ich habe dabei Cyanotypie genutzt, weil das ein Verfahren ist, das sehr stark mit der Sonne, mit der Sonneneinstrahlung arbeitet, und Bienen sind auch sehr stark von der Sonne abhängig.